Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Aber stopp, bevor dieses Video losgeht, neben mir steht hier Arthur vom Kanal Bodenständig. Genau. Und da haben wir gerade schon den ersten Teil von diesem Video gedreht, deswegen schaut mal erstmal rüber. Hier in der Infokarte klickt ihr einfach auf das Video vom Arthur, schaut es euch dann an und dann klickt ihr am Ende wieder hier oben rechts auf der Ecke auf mein Video und dann schaut ihr euch das hier an, denn das ist der zweite Teil. Sein Teil müsst ihr erst geguckt haben, deswegen eben zu Arthur rüber und dann dieses Video wieder anschauen. So, schön, dass ihr wieder zurück seid hier auf meinem Kanal und jetzt geht es hier in dem Video mal so ein bisschen um Arthurs Reaktion auf meinen Garten, denn er war hier, als der Garten quasi aufgebaut wurde und genau. Jetzt gucken wir mal, ob Arthur zufrieden damit ist, was hier in diesem einen Jahr passiert ist. Ja, und ich bin sehr, sehr gespannt, weil ich weiß halt noch, wie wir die Beete abgekratzt haben und alles aufgebaut haben, was der gute Felix daraus so gemacht hat. Vielleicht habt ihr es ja selber noch gar nicht gesehen, vielleicht seid ihr das erste Mal auf meinem Kanal, deswegen könnt ihr auch gerne hier unter dem Video kostenlos abonnieren und Arthur natürlich auch abonnieren, denn dann verpasst ihr nicht unsere Gartenvideos hier. Wir probieren immer sehr schöne Gartenvideos für euch zu machen und hoffen, die gefallen euch. Jetzt starten wir mit dem Video und gucken mal in die Gewächshäuser. So, hier stehen wir jetzt vor deinem Glashaus, ne? Ist Glas? Ja. Ja. Sehr schön, auch richtig groß und hoch. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Ich weiß noch, wie wir es abgebaut haben am anderen Garten, ne? Und hier wieder aufgebaut haben. Gehen wir mal rein. Tomaten sind auf jeden Fall gut gewachsen, hier auch mit Tomatenhaken. Das ist immer eine gute Lösung, weil wenn die hier oben dran stoßen, kann man halt einfach runterbinden oder runterhängen lassen. Mache ich bei mir im Gewächshaus im Großen auch so, sonst wäre ich schon komplett an der Decke. Na gut, hier ist halt ein bisschen wenig. Aber sieht auf jeden Fall top aus. Schöne Sorten, teilweise habe ich die noch gar nicht gesehen, zum Beispiel die hier. Weißt du, was das für eine ist aus dem Kopf? Ja, das ist die Indigo Pear Drops Pink. Lecker warm auf jeden Fall. Sieht auf jeden Fall schön aus. Auch die hier zum Beispiel habe ich auch noch nie gesehen. Das ist die Purple Sunrise übrigens. Okay. Ja. Aber die hat Sonnenbrand. Hast du gut gemacht. Da unten, ganz unten, die untere gelbe, oben auf der Stelle. Genau. Das habe ich bei deinen Paprikas auch schon gesehen, da können wir auch mal eben hingehen. Ja, und ihr könnt in der Zeit gerne mal, wo wir rübergehen, eure Gartenfails in diesem Jahr schreiben. Was klappt bei euch nicht? Habt ihr auch so viel Sonnenbrand an den Pflanzen? Hier zum Beispiel, so sind bei mir auch ganz viele Paprikas leider. Weil es einfach zu heiß ist. Na, hast du hier schon mal die Temperatur drin gemessen? Ja, 53 Grad. Jo. Bei dir? Ich habe nicht gemessen, aber gefühlt noch mehr. Also das ist brutal im Glashaus. Ich finde, Folie ist noch ein bisschen, weil das ja UV abfängt auch, ne? Ja. Filtert das vielleicht noch mal ein bisschen mehr, aber im Glashaus ist einfach krank. Und da ist klar, dass das Gemüse dann anfängt zu kochen, ne? Bei so einer krassen Temperatur. Aber ansonsten sieht es ja auf jeden Fall sehr, sehr schick aus. Schöne Chili-Sorten. Hier von der bin ich ganz begeistert. Die habe ich mir vorhin schon mal angeguckt. Die ist so sehr, sehr fein, feine Blätter und sieht fast aus wie so ein Bonsai. Den könnte man auch schön in so einer flachen Schale irgendwie anpflanzen und dann als Zimmerchili. Ja, Zimmerchili zum Beispiel nutzen. Welche Sorte ist deine Lieblings hier? Die Peperoni Sarigat hier unten. Die hier? Gelbe, ja. Ja, die habe ich auch. Das ist eine Peperoni und auf der anderen Seite die Chilis natürlich die Lila Luzi. Vom Selbstversorger Rigotti kennt man die ja, ne? Ja, nicht nur von dem, auch von Felix Hobbygarten. Der baut die nämlich auch jedes Jahr an. Ja, ja, okay. Dann wollte ich auf jeden Fall auch nochmal einen Blick auf die Melonen werfen. Die sind bei dir ja auch sehr, sehr schön geworden. Viele Zuschauer schreiben mir immer, dass sie Probleme mit den Melonen haben. Man sieht, im Gewächshaus wächst das Ganze sehr, sehr gut. Hier hängt viele dran. Vor allem hier hinten ist eine, die ist so groß wie im Laden oder noch größer. Das ist echt heftig. Ich glaube, die kann auch bald geerntet werden. Ja, du hast, glaube ich, vier verschiedene Sorten hier drin stehen, ne? Kann das ja sein? Vier Stück. Jo, Felix meinte gerade, das Gewächshaus stand noch gar nicht. ja, hier ist halt Plastik, ne? Da merkt man direkt einen Unterschied zum Glasgewächshaus, aber an sich auch schön auf jeden Fall. Wahrscheinlich die kostengünstigere Variante, ne? Ja. Und das macht 1000 Euro aus. Ja. Dafür kann man dann auch mal auf Glas verzichten, wenn man es nicht hat. Und
ja, hier wachsen die Sachen auch schön drin. Hier ist deine geliebte Zitronengurke, ne? Ja. Die habe ich irgendwie noch nie vorher probiert. Wäre auf jeden Fall mal spannend, die gleich zu verköstigen. Nimm die da unten, die ist auf jeden Fall reif. Also wenn die gelb sind, dann sind sie reif? Ja. Wenn die zu dunkel gelb sind, ist die Schale zu hart und schmeckt nicht mehr so gut. Ja. Aber die dürfte noch sehr gut sein. Ja, was meinst du? Willst du die mal verköstigen jetzt? Live im Video? Ja. Dann gehen wir eben gut aus dem Gewächshaus raus. Aber hier ist es doch ziemlich warm. Vielleicht in Schatten. Ja, der Arthur, der holt jetzt gerade seine Kamera, denn wir fahren gleich hier nachher noch weiter zu GardenCon. Hm? Hier vorne. Wir probieren jetzt die Zitronengurke und dann fahren wir zu GardenCon. Das wird das nächste Video sein. Also wirklich an dieser Stelle mal herzlicher Aufruf zu abonnieren. Denn dann verpasst ihr nicht das Video der GardenCon. Wir freuen uns sehr drauf und ich bin sehr gespannt, jetzt endlich mal im Schatten hier, wie das auf der GardenCon wird. Arthur, was sagst du eigentlich zur Gartenhütte? Ja, ist auf jeden Fall nice. Ist sogar ein Teppich drin, ne? Hätte ich jetzt nicht in der Gartenhütte erwartet. Aber ansonsten reich befüllt. Sieht auf jeden Fall gut aus. Und zur Zitronengurke, was sagst du da bisher? Also die Farbe sieht auf jeden Fall mega geil aus. Ich bin jetzt mal echt gespannt, wie die schmeckt. Ich kann mir vorstellen, dass die einfach nach Gurke schmeckt, oder? Ja, lass dich überraschen. Ja. Ja. Die Schale ist halt ein bisschen hart. Kann man lieber schälen. Dann nehme ich nochmal hier so einen Querschnitt, um mal reinzugucken. Ja. Viele löffeln die tatsächlich auch. Schmeckt halt einfach nach Gurke, was? Mhm. Nach Gurke. Wie Kiwano oder Gurke oder hier die mexikanische Mini-Gurke. Sie hat irgendwie alles verschiedene Formen, aber schmeckt irgendwie doch am Ende gleich, finde ich. Ja, ist halt nur mal schön als Abwechslung, ne? Ja, recht kurzes Video hier von mir und Arthur aus meinem Garten. Wir werden jetzt nämlich zu GardenCon fahren und sind hier nur kurz auf dem Sprung noch angehalten. Zum Essen. Zum Essen, oh, damit Arthur noch was zu essen kriegt. Und damit wir noch eben was filmen können zusammen und Arthur den Garten sich angucken kann. Genau, weil, also ich bin auf jeden Fall begeistert, das wollte ich noch sagen. Hat sich auf jeden Fall gut gemacht. Finde ich auch cool, dass du noch freie Fläche hast. Da vorne stehen ja die Obstbäume. Die kannst du ja gleich nochmal kurz einblenden vielleicht, aber kennen ja die Zuschauer ja eh. Da bin ich recht froh, dass die meisten angegangen sind und da auch was raus geworden ist, weil ich dachte halt, als wir die am Anfang des Jahres gepflanzt haben, ist vielleicht nicht unbedingt die Pflanzzeit dafür. Aber sieht auf jeden Fall alles gut aus, was du YouTube macht. Super. Freut mich. Und genau, wir gehen jetzt nochmal einmal an der Ströbswiese vorbei. Und dann könnt ihr in der Endcard, falls ihr das Video immer mal zum späteren Zeitpunkt anschaut, das Video zu GardenCon sehen. Ich werde die ziemlich zeitnah veröffentlichen, damit ihr direkt das Video hiernach auch zu GardenCon sehen könnt. Und schaut mal natürlich bei Arthur vorbei. Dort gibt es den ersten Teil, den habt ihr ja wahrscheinlich schon gesehen. Aber lasst ihm auch gerne ein Abo da, macht auch sehr coole Gartenvideos und wir sind übrigens der Nachwuchs hier, die aufstrebenden YouTuber, die irgendwann mal überbleiben, also ihr müsst euch mit unseren Videos abfinden und dann gerne abonnieren. Junge, Junge, fein. Also ein Traum hier. Flora Gart und alles blüht auf. Dann machen wir mal los. Ja, hier ist der schönste Gartenblogger Deutschlands. Und Arthur vom Bodenständig. Oh,